Kleiner Disclaimer im Voraus. Ich habe mein Mikrofonpegel nicht hoch genug eingestellt gehabt und deswegen klingt es manchmal abgehackt oder ich verstumme beim Reden. Ich wollte euch das Video aber trotzdem zeigen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flodisseus. Ihr habt es im Titel schon richtig gesehen und seht es auch schon im Video. Wir zocken Stranger Things 3 The Game. Und wie ihr hier auch seht, ich habe das schon ein bisschen angefangen, aber wirklich nur ein bisschen den Anfang. Wir machen heute ein neues Spiel und wir machen natürlich die Geschichte. Die Spieler, die die Geschichte durchspielen und nicht so oft sterben wollen. Ja, das klingt doch schon mal nach mir. Sterben wollte ich jetzt nämlich nicht so oft. Und die Serie habe ich jetzt auch schon mittlerweile durch. Habe ich heute zu Ende geguckt. Damit ich mich vom Spiel nicht noch mehr spoilern lasse. Und ja, Kameraleutnant fast geschafft. Wir sehen unseren Fortschritt und unsere Fortschritte. Wir brauchen mehr. Da klatscht erstmal den um. Eiskalt. Wir haben ein Jahr. Look. So. Ach, da ist der Lucas. Hawkins, Indiana, ein Jahr später. Wieso laufe. Also. Ich meine, klar, es ist das Spiel, aber wieso laufe ich direkt in der Mall schon mit einem Baseballschläger umher? Das. Ich glaube, ich will die da alle zusammenknüppeln, also. Du kommst ja wieder zu spät. Lass mich raten. Du hast mit Elfie rumgeknutscht. Mit Elfie. Genau. Mit Elf. Nicht wahr? Sehr erwachsen. Eifersüchtig? Eifersüchtig. Egal, gehen wir. Wir wollten die Eröffnung nicht verpassen. Den Mülleimer. Auch. Oh, Energie. Geil. Also wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt am den Anfang schon ein bisschen gezockt, deswegen weiß ich so ein bisschen was. Und ja. Und ich zock mit Controller, by the way. Freundchen, die Schlange reicht bis zur Tür hinaus. Bei diesem Tempo verpassen wir noch den Film. Was sollen wir tun? Warten wir durch. Lösen wir den Feueralarm. Wir wollen ja unser Haus haben. Damit die ganze Mall evakuiert wird, wir können auch einfach warten. Lass uns unten nach Steve suchen. Okay, dann gehen wir mal runter und suchen Steve. Diese Musik ist ziemlich altmodisch, okay. So ein cooler Brunnen. Alter, er fasziniert dich richtig, ne? Sagst du? Wunschbrunnen sind Betrug. Ach, wer hätte es gedacht? Oh, Manni. Oh, mit dir kann ich auch reden. Es gibt hier ein tolles Essen, endlich. Was? Es gibt hier ein tolles. Lesen, Flo. Also, was hast du jetzt gesagt? Es gibt tolles Essen, endlich kann ich mal Chinesisch probieren, okay. Nice. Hast du wohl noch nie gegessen. Hawkins Heroes. Ups, Ahoy. Genau da muss ich hin. Ach. Hier, das ist die. Hat die schon einen krassen Helm auf? Kann ich mit ihr reden? Planänderung, hey, Dings, dein. Was? Auf dir war es oder nicht? Nee. Doch Lukas, deine Schwester, warum habt ihr es so eilig? Gibt es etwas Neues? Gibt es ein neues Spielzeug? Warum bist du noch nicht im Bett? Warum hältst du nicht die Klappe? Alter, Geschwister lieber. Na, Steve? Hey, Steve, lässt du uns hinten rum auf die Korridore? Tut mir leid, geht nicht. Warum nicht? Ich finde die Schlüssel zu den Korridoren nicht. Die brauche ich. Brauche ich für die Tür. Hey. Ich mir und suche mit. Meine Schlüssel müssen hier irgendwo liegen. Müssen hier irgendwo sein, Alter. Ich lese schon Wörter, die gar nicht da sind. So. Auch da haben wir noch irgendwas. Oh, Lappen. Wieso sammle ich gleich mich auf? Bevor ich mit dir spreche, Steve, ich. Oh, Geld. Oh, Alter. Der Funkempfang ist in der Mall etwas lückenhaft. Okay, ja. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Geld kriegen. Schaut nicht so aus. Okay, Steve. Hast du die Schlüssel? Bitte sehr. Super, ich schließe die Tür auf. Nicht vergessen, das ist unser kleines Geheimnis. Verstanden. Danke, Steve. Cool. Also. Warum ist es so dunkel hier drin? Der Strom ist aus, der Aufzug geht nicht. Weitersuchen, es muss noch einen anderen Weg gehen. Es muss noch einen Weg gehen. Hallo Brudi. Dürft ihr Kinder hier sein? Wir kommen nicht weg, der Aufzug hat keinen Strom. Viele der Schaltkreise sind für die nächsten Stunden außer Betrieb. Stunden? Dann verpasst mir den Film. Wir wollen mal ein bisschen dramatisch sein. Wir sterben hier unten. Nicht doch, Kinder. Helft ihr Ivan? Hilft Ivan euch. Lagerräume voller Ratten. Kümmert euch um die Ratten und dann gebe ich euch den Schlüssel. Ach, Deal, Brudi. Hier. Nutzer, sag Bescheid, wenn alle Ratten tot sind. Und ich weiß nicht, warum ich gerade versucht habe, russischen Akzent zu machen. Ich bin's ein Genie. Aber ich fand's lustig. Okay, Leute, ich fand's lustig. Riecht nach Stroganov. Riecht wie Stroganov. Er weiß ja, wie Stroganov riecht. Russisches Essen. Ja, der hat die jetzt gegessen? Dazu brauchen wir die Hackfähigkeit. Ja, dafür brauchen wir anderen coolen Dudes. Was ist das denn für? Aktualisiert. Kurze Vorschau. Rede mit Ivan. Ach, Geld. Schon 55 Cent, ey. Habt ihr die Ratten getötet? Erst dann kriegt ihr den Schlüssel. Fertig. Braucht eine Dusche.
Gute Arbeit. Hier ist der Schlüssel. Seid vorsichtig, die anderen sind nicht so freundlich wie Ivan. Lass mal hier noch in. Die brauchen nämlich mehr Kohle. Ah ja, wechsel die Figuren mit. Genau, bleibe. Aha, Erste-Hilfe-Kasten. Das ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Verwende ihn, um die Gruppe mit LB zu heilen. Weiter. Ja, Strom! Komm her, Brudi. Was ist mit dem Fahrstuhl? Ach, Geld. Oh, wir haben schon 1,15 Dollar. Moment, da vorne lass den Kerl durch und drücken wir den Knopf an der Wand. Verstanden? Auf keinen Fall. Nein. Ich bin krass, ich bin mutiger Mike. Okay, wir haben ihn eingesperrt. Wir müssen trotzdem immer noch gegen die Ratten kämpfen. Jetzt müssen wir uns hier auf die richtigen stellen. Oh, hier müssen wir erstmal. Hier ist ein Zettel. Willst du eine Hypothese überprüfen? Sieh dir die zwei größten Poster an. Wir müssen uns wohl gleichzeitig auf zwei Platten stellen. Okay, dann wechseln wir mal schnell. Du läufst hier hinten drauf. Bleib. Genau. Du kannst mir wieder folgen, Brudi. Wir müssen sehen, dass wir den Strom wieder ankriegen, um durch die Tür vorne zu kommen. Den Film verpassen wir nicht. Ihr müsst noch einen Schalter geben. Ja? Tür zum Kino geht auch nicht. Während der Strom abgeschaltet ist, vielleicht ist da dein Stromschalter. Wieder die Ratten umklatschen. Oh, geil. Komm, lass irgendwo was. Ach, bisschen Geld. Ach, Geld. Oh, warum haben Ratten Geld dabei? Ich wusste nicht, dass Ratten Geld haben können. Versorgt das Theater mit Strom. Versorgt das Ding? Ah, das ist eine Frage! Ah, ich Idiot! Versorgt das Ding das Theater mit Strom? Ja, jetzt macht's auch Sinn. Hallo, Brudi. Okay, wir haben ein bisschen Leben verloren, oder? Ja, zumindest Mike hat ein bisschen. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Ich will das Medkit jetzt noch nicht schon so früh verschwenden. Das wäre dumm. Das wär auch. Endlich Zeit für Filme, ja! Let's go! Ich fahre schon überall Strom aus. Das Licht ausgemacht. Dein Ausfalltrottel. Durch den Stromausfall hätten wir fast den Film verpasst. Was fangen wir den Rest des Sommers an? Gehen wir zu mir nach Hause. Will wollte sich mit uns im Keller treffen. Ey, ich wollte die Taschen da noch kaputt machen. Susi! Hörst du mich? Susi! Oh, ein Bild der Gang an Halloween vor Jahren. Achso. Ach, der Gang! Oh, Riesen. Kann ich nicht. Ah, hier. Ah, Stinkbombe. Was haben wir hier? Kinderspiel? Stinkbombe. Schutzhandschuhe. Böser Blick. Deo-Schnellschuh. Beim Fernseher. Wer hat die Musikvideos laufen lassen? Ach, hi, Will. Da seid ihr ja. Ich habe euch im Kino aus den Augen verloren. Wir wurden auf dem Weg hinein aufgehalten. Was machen wir jetzt? Wie wäre es mit Dungeons and Dragons? Nicht jetzt. Ich will mit Elf auf ein Date. Oh. 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 Aber ich brauche Geld. Vielleicht hat Mrs. Wheeler was zu tun. Sie ist im Hawkins-Freibad. Wir müssen Dustin willkommen heißen. Er kommt heute aus dem Ferienlager zurück. Und dann spielen wir D&D, oder? Später, Will. Komm erst zu Dustins Haus zur Party. Du hast jetzt mehrere Quests offen. Eröffne das Protokoll mit und verfolge dann. Okay. Sommerflirt. Radarliebe. Ja, wir wollen das mit dem Sommer. Rede mit Karen im Freibad. Nee, erstmal. Wir sind erst Karen. Okay, dann machen wir. Okay, dann kann ich die auch einfach wechseln. Ja, ich kann die auch einfach wechseln. Oh, machen wir jetzt. Mikes Mutter, Karen Wheeler, sucht nach uns. Wir finden sie auf der Straße in der. Den Vororten bei Hawkins. Bei Hawkins. Freibad. Null. Überrasche Dustin in seinem Haus. Dustin ist vom Camp Nowhere. Endlich wieder daheim. Wir sollten ihn überraschen. Ja, komm, wir machen erst die wir machen erst den Sommerflirt. Wir gehen erstmal zu Mrs. Wheeler. Öffne die Karte mit. Die Markierung zeigt die Position oder das Ziel deiner aktuellen Quest. Falsche Taste? Genau. Wir müssen jetzt da ins Freibad. Okay, let's go. Ich habe die Kraft. Fuck, das hat Energie gekostet. Scheiße. Ich Idiot. Ach nein. Unnötig Energie verschwendet. Gehen wir mal hier rein in Hawkins. Du bist gut in Form, Billy. Ich meine, als Schwimmlehrer natürlich. Ich könnte Ihnen was beibringen. Ich bin gut im Rückenschwimmen und so. Was? Unterrichtet doch keine Erwachsenen. Ausgewählte Kunden schon. Es gibt ein Hotel mit einem schönen Pool. Oh, meine Güte.
Billy! Oh, Billy, mach dich nicht. Oh, du kleiner Biest auf älterer Dame, ne, du kleine Sau. Wow, er hat wirklich wohlgeformt. Jungs, was macht ihr hier? Wo ihr gerade hier seid, ich habe einen Auftrag für euch. Ich brauche Shampoo für einen besonderen Anlass. Geht zu Cheryl in der Mall, sagt eurem Vater nichts, es ist eine Überraschung. Da hat die Geile erstmal Geld geschmissen. Hey, Doofies, ich habe gehört, ihr geht in die Mall. Na toll, es geht los. Wollt ihr hier wieder rein? Bringt mir eine Brezel vom Star-Cord mit. Na gut, gib uns Geld. Geld? Das ist euer Problem, jetzt raus aus meinem Freibad. Kleiner Hund. Gerne mit diesem Baseballschläger jetzt zusammenknüppeln, du. Nein. Wollte ich zusammenknüppeln eigentlich. Jetzt hier, Brudi, willkommen auf der staatlichen Schule von Hawkins. Keine Faxen, okay? Wir sind im Freibad. Billy ist so ein Mistkerl, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Bruder, geht im Moment nicht anders. Ja, und wie ihr seht, ich habe meine Facecam so ein bisschen extra höher gemacht für Stranger Things. Das ist meine untere Facecam. Darkhold Mall, auf dahin. Kaufe eine weiche Brezel in der Mall. Wegen dem müssen wir uns jetzt noch Geld holen. So, ich darf jetzt auch nicht den Fehler machen wie das letzte Mal, als ich angefangen habe. Da habe ich hier in dem Automaten vorher was gekauft, bevor ich das Shampoo geholt habe. Okay, Cheryl. Hi, ich bin Cheryl. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, genau, dieses geile Shampoo. Kaufen. Extravagantes Shampoo. Danke. Danke, du Geile. Kaufe eine Brezel in der Mall. Ja, genau. Hallo, was hast du? Ich freue mich, wenn Elektrogeschäfte hier... Ach, Manni. Ich weiß nicht mehr, wie viel so eine Brezel gekostet hat. Haben sie eine günstige Brezel? Ich habe eine Brezel auf den Boden fallen lassen. Ich bezahle sie, sie nicht wegzuschmeißen. Das Geld stecken sie ein. Na gut, aber wenn du das petzt, bist du tot. Danke, Pete. Irgendwann. Schlagen noch ein paar Maultaschen zusammen. Vielleicht kriegen wir noch mal Geld raus. Und dann kriegen wir das extravagante Shampoo hier. Machen Sie mit und gewinnen Sie dieses Auto. Achso. Ah, das krasse Auto, Alter. So, wir müssen jetzt wieder genau hier zurücklaufen, ne? Hawkins, Randbezirk. Gib Karen ein extravagantes Shampoo. Hi, Bruder. Habt ihr meine Brezel oder muss ich euch verprügeln? Alter, ich habe einen Baseballschläger. Wenn du mich angreifst, dann zerbrichst du die wahrscheinlich. Du hast Muggis. Echt jetzt? Und meine Mom zuschaut. Hi, Mom. Gib sie mir einfach raus hier, bevor ich es mir anders überlege. Hi, Mom. Ist das mein Shampoo? Perfekt. Hier habt ihr etwas Geld. Macht euch einen schönen Abend. Wartet nicht auf mich. Oh, Alter, die hat uns $5 gegeben. Du Geile. Danke, Mom. Oh, hier kann ich eine Sidequest. Hey, Kinder, habt ihr für Karen eine Besorgung gemacht? Macht ihr auch welche für mich? Geht zur Melwalds Sprachen lernen Bubble. Und kauft mir einen schönen Föhn. Genau. Wo steht da das Wort schön, Flo? Kauft mir einen Föhn. Hier habt ihr Geld und beeilt euch. Ich muss bald nach Hause. Oh, Alter. Neue Quest, Rache der Geeks. Besorgung, das sind so Nebendinge, die. Aber vielleicht bringen die mir Geld und Geld kann ich immer gebrauchen. Besorge Susan einen Haartrockner. Eine der Mütter im Freibad bezahlt uns für einen Gefallen. Wir müssen. Ah, sie bezahlt uns, siehst du? Oh, Billy bat mich, euch um den Gefallen zu bitten. Jetzt wisst ihr, wo der Hase hüpft. Komm schon, du auch? Was ist denn los? Holt mir einen Milchshake. Ihr habt noch Freunde, die bei Scooter Hoy. Sagt ihnen, Billy und ich finden ihnen stehen diese Outfits. Ha, da machst du jetzt auch einen auf diesen krassen Liga-Typ. Ja, Bruder, ich... Ruhe, Mensch, ihr rast mich gleich so aus. Wegen Billys Gang gehen wir noch pleite. Wir müssen uns wehren. Wir gehen zu Scoops, reden mit Robin, sie weiß Rat. Okay, dann machen wir das jetzt schnell und dann machen wir die Radarliebe. Dafür muss ich zum Hawkins... Okay, erstmal zum Hawkins Square. Ach, hier ist der... Ach, okay, hier muss ich den Föhn kaufen. Ach, hier kriegen wir noch ein bisschen Money raus. Nein. Oh, nochmal ein bisschen... Ach, geil. Oh, wieso ist Hobbs hier? Der heißt Hopper, du Idiot. Joyce, das klappt nie. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Kannst du? Mr. Melwald. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich weiß es nicht mehr. Verkaufen Sie Föhne? Der hier ist super. Haartrockner. Kaufen. Alter, $10. Lass mal im Laden randalieren hier. Oh, Leben. Perfekt. Muss ich das Medkit erst recht nicht verschwenden. Hi, Robin. Wir brauchen, Hey, Leute, was geht? Gibt es wie immer Probleme? Please, blöder Freund Chad. Er presst uns für einen Gratis-Shake. Er sagt, ihr seht doof aus. Ach ja, ich habe eine Idee. Wir mixen ihm einen Spezialshake. Besorgt mir Ultra Lachs von Melwitz und Alter, Shake Mix auf Lagerräumen. Wir müssten noch ein
meine Packen haben. Vielleicht hinter den Kisten. Okay, dann... Ist das? Ja, Shakemix. Okay, jetzt müssen wir nochmal das Ultralachs holen. Was auch immer Ultralachs ist. Können wir uns bestimmt gleich mal durchlesen. Eine Flasche Ultralachs, bitte. Ernst? Wofür braucht ihr eine Flasche Ultralachs? Ist nicht für uns, sondern meine Mom. Ach, klar doch. Ich verkaufe kein Ultralachs mehr, zu viel Beschwerden. Aber ich habe noch eine Flasche im Lager. Entferne die Ratten und sie gehört dir, Schlüssel. Sorry, dass ich hier randalieren muss, aber das hier wird das Safe des Lagers sein. Okay. Ach, Ultralachs sind Abführmittel. Robin, du. Du willst diesen Miesen machen. Geile Idee, aber. Bringt mir das jetzt, wenn ich hier den Schalter umlege? Ist hier Licht drin, oder was? Noch mehr Money. Sorry, wir haben hinten im Lager ein bisschen randaliert. Ich hoffe, ist nicht schlimm. Ist vielleicht so ein... Ja, genau. Jetzt gehen wir wieder zur Mall. Robin, ich habe die Sachen, die du wolltest. Habt ihr das Ultralachs und den Shake Mix? Ich setze meinen Job aufs Spiel, okay? Ihr berichtet, wie es lief. Für jedes Detail. Ich erzähle dir alles. Ich mache am besten auch Video. Mach so versteckte Kamera und so. So, hier ist ein doofen Shake. Brave Jungs, mein Shake. Einmal her damit. Okay, chat bitte sehr. Moment, der schmeckt komisch. Mir ist schlecht. Ted, was ist los? Mein Gott, ich muss... vergeben. Chat, Mann, was? Er ist grün, haha. Ich dachte jetzt, der spricht mich auch nochmal an, weil ich den jetzt so einen krassen Shake gegeben habe. Ist das mein Föhn? Oh, danke, ihr Lieben. Hier habt ihr Geld für eine Pizza oder Spiele. Alter, danke. Okay, jetzt machen wir die Quest. Überrasche Dustin in seinem Haus. Jetzt müssen wir die wirklich mal machen. Also das ist jetzt die Hauptquest. Wir rennen hier. Hallo Leute. Oh, hallo Elf. Hi Mike, bereit, Dustin willkommen zu heißen? Legen wir los. Ich überlege gerade, währenddessen... gegen sich. Ja, ich lese, das ist nur ein Traum, du träumst. Oh. Überraschung. Ja, ich wollte gerade sagen, während ich das hier spiele, überlege ich schon, ob ich Jerry nochmal gucken. Schon geil. Überraschung, willkommen zurück, Dustin. Danke Leute, ich hatte Angst, dass ihr mich vergessen habt. Vergesst, während ich weg bin. Ich brauche eure Hilfe bei einem Gerät, das ich gebastelt habe, während ich gewartet habe. Helft mir, einen Regenschirm, Klebeband und Alufolie zu besorgen. Sie müssen irgendwo im Haus sein. Dustin stößt dazu. Du kannst zwischen den freigeschalteten Figuren wechseln, indem du RT und LT drückst. Ich würde sonst jetzt das Video erstmal für hier und jetzt mal beenden. Ich weiß, wir sind nicht weit gekommen. Aber wir haben halt eine Nebenquest gemacht. Wir sind kleine Dudes. Wir brauchen Money. Deswegen würde ich sagen, lass mir die Pflanze kaputt springen. Und ich randaliere bei mir. Sorry. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Es werden demnächst auch jetzt öfters Parts von Stranger Things kommen. Subnautica wird wahrscheinlich erstmal nicht so kommen. Da habe ich momentan nicht mehr so Lust drauf. Aber vielleicht werde ich es später irgendwann weiterführen. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt auch in meinem Discord vorbei. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Und guckt auch auf meinem Twitch vorbei. Link packe ich jetzt auch endlich mal in die Beschreibung. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. I don't know. Würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!